Los. So, herzlich willkommen euch heute am Mittwoch, am Wochenschau, Mittwochtag, passend, das erste Mal auch, glaube ich, unter der Woche zum Live-Talk. Ich empfange heute René Müller. Ich kenne ihn schon einige Jahre, freue mich mega, dass er da ist. Auch, dass er die Zeit gefunden hat, eben ein großes Turnier gehabt im Tennis, aber dazu kann er uns ja gleich noch was sagen. Und ja, heute geht es darum, um die Frage, wie es Vereinen gelingen kann, ihre Trainer auch langfristig zu binden, um auch eine Kontinuität zu schaffen und nicht, dass es dazu kommt, wie zum Beispiel in der letzten Saison zu sehen bei Gladbach oder bei Frankfurt, dieser Verschleiß an Trainern Schalke 04 und wie man vielleicht auch das Vorbild Christian Streich dazu baut und auch vielleicht diese Sache, dass Trainer nicht unbedingt selbst wechseln mehr, weil dann die Perspektive besser ist. Deshalb haben wir mit René heute einen sehr spannenden Gast, der viel Erfahrung hat. Selbst war er kurz zu ihm, war er früher Fußballspieler bei meinem Lieblingsverein Paderborn, dort Legendenspieler, war auch bei einigen anderen Fußballstationen, hat er in sich gehabt, ist selbst Trainer, war auch Trainer beim SC Paderborn zum Beispiel, auch hat das Nachwuchsleistungszentrum unter anderem dort geleitet, ist jetzt bei Bielefeld im Jugendbereich in der Leitung. Er ist selbst auch Speaker, hat auch durch seine Erfahrungen, die er gesammelt hat, durch einen schlechten Verlauf, der passiert ist, leider viel gemacht. Man sieht viel bei Instagram, er ist immer aktiv. Deshalb freue ich mich mega, dass er da ist. Und ja, kommen wir zu dir, zu deinen ersten Worten. Ja, lieber Adrian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ja, ich freue mich jetzt auf einen spannenden Talk mit euch. Und vielen lieben Dank für die Anmoderation, für die lieben Worte, die du gewählt hast. Ja, dann starten wir direkt mit dem Wochenthema und direkt die Frage, vielleicht als einfach Einstiegsfrage auch. Was würdest du sagen, wie kann man vielleicht Trainer halten als Verein nochmal spezieller? Da habe ich schon ein paar Ideen vielleicht, aber vielleicht schlägst du erstmal ein bisschen was vor. Also erstmal, glaube ich, muss man dieses Thema sehr, sehr differenziert betrachten. Über was für eine Art von Trainer reden wir? Reden wir über einen Trainer in einem Nachwuchsleistungszentrum? Habe ich da einen Karriereplan für einen Trainer, vielleicht auch als Verein irgendwo im Petto? Habe ich das erarbeitet schon? Reden wir über einen Trainer, der im Profibereich tätig ist? Da ist die Fluktuation bekanntlich sehr hoch. Wir sehen halt jedes Jahr in der zweiten und ersten Liga, ich behaupte jetzt einfach mal, ohne genau die Statistiken mir angeschaut zu haben, dass wir eine Fluktuation haben von 50%. Das heißt, von 18 Trainern gehen Minimum 9 in der zweiten Liga. Ich glaube, die Quote liegt sogar teilweise höher. Und da sehen wir halt schon diese unterschiedliche Herangehensweise. Warum passiert das eigentlich? Naja, das liegt ja auf der Hand. Es ist der Erfolgsdruck. Im Endeffekt hast du zwei Fäuste. Die eine Faust steht für Entwicklung und die andere Faust steht für Ergebnisse, für Ziele, die du erreichen musst als Trainer. Und im Nachwuchsbereich, da zählt mehr die Entwicklungsfaust. Und wenn die Ergebnisse nicht so passen, dann ist das trotzdem, kannst du den Trainer trotzdem natürlich noch weiterentwickeln, weil du auch genau hinschauen kannst. Du kannst ihm die Zeit geben. In dem Business Profifußball, hey, so what, da hast du keine Zeit. Da müssen Ergebnisse kommen und der Trainer ist das schwächste Glied in der Kette. Es gibt natürlich Ausnahmen und es gibt auch eine Strategie, die ich gleich vielleicht vorstellen darf, um die Nachhaltigkeit auch im Trainerbusiness, dass man länger beim Verein bleiben kann, sieht ja auch, man sieht man ja beim SC Freiburg, dass das halt auch möglich ist. Bevor du vielleicht so ein bisschen deinen Weg eingehst, ich habe auch das mal so rausgesucht. Brasilien hat ja auch, geht ja als Paradebeispiel vor, auch als dass sie sagen, in einer Saison wechseln wir nur einmal, also maximal einen Trainer in einer Saison. Und findest du diese Idee gut? Deshalb habe ich mir das auch mal selbst so überlegt. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn ein DFB, DFL, vielleicht auch die UEFA, FIFA Richtwerte macht, also festlegt, so Parameter, die eventuell. Nach 10 Spielen darfst du, wenn du da als Verein 5 Punkte nur holst, dann darfst du deinen Trainer erst wechseln. Also, dass man so Richtwerte hat. Was findest du da, der Vorschlag? Und stell gerne nochmal deinen vor. Also ich finde das sehr, sehr interessant. Das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, den man nicht einfach so von der Hand weisen kann. Ob das jetzt ein Modell ist, was wir halt auch bei uns in Deutschland
Boah, ich bin so ein bisschen überfragt, würde ich schon sagen. Weil du greifst schon so ein bisschen in eine Club-Identität ein. Also wenn ein Club eine Haltung hat, wir legen alles darauf aus, dass immer wenn ein neuer Cheftrainer kommt, was ich übrigens für sehr, sehr fahrlässig halte, dass dann eine Strategie auch wieder neu aufgesetzt wird, wie der Fußball aussieht, wie wir irgendwo ein Stück weit auch Ausbildung betreiben sollen. Dann begibt man sich auf ganz, ganz dünnem Eis langfristig gesehen. Wenn du das jetzt reglementierst, beschneidest du irgendwann auch eine strategische Management-Ebene des Clubs. Dennoch so eine Reglementierung, vielleicht, ich weiß nicht, also ausprobieren. Ja. Vielleicht einfach mal ausprobieren und zu schauen, okay, wie fühlt sich das an? Und auch in der Bundesliga die Experten auch mit an einen Tisch holen. Ich bin immer ein Freund davon, rausholen, was drinsteckt und nicht noch reinpressen, weil ich meine, dass irgendetwas gut ist, sondern vielleicht an dem Ansatzpunkt, hey, es gibt eine Manager-Tagung, erste, zweite Liga. Es gibt so viele kluge und schlaue Köpfe, wo man einfach mal das ganze Wissen zusammentragen kann, um vielleicht Strategien zu entwickeln, die dieser Fluktuation vorbeugen. Und ich glaube, dass so eine Möglichkeit mit sowas gegeben ist. Man müsste es aber irgendwo noch ein Stück weit ein bisschen feinjustieren, wie bei vielen Sachen. Also von daher, interessanter Ansatzpunkt. Meine Strategie ist im Endeffekt, als Club eine klare Identität und eine klare, realistische Einschätzung dessen, wo sind wir, wo wollen wir hin und was haben wir dafür getan, dass wir da hinkommen. Das heißt, der SCP hat es ja auch unter Markus Krösche ganz stark eingeleitet. Zu meiner Zeit gab es keinen Manager. Das würde ich heutzutage zum Beispiel nie wieder so machen. Nie wieder. Das ist kein Vorwurf, sondern es liegt ja immer an zwei Seiten. Ich hätte ja auch Nein sagen können. Nur da siehst du halt, wie wichtig auch diese Funktion ist und dann eine klare Philosophie aufsetzen, welche Art von Fußball wollen wir spielen, was passt zur Region, welche Art von Spielertypen, Charaktere brauchen wir dafür, um dann hinterher halt auch die Fans, das Umfeld, das Präsidium sagen, ja, damit identifizieren wir uns. Und das ist keine saisonale Strategie, sondern es ist eine langfristige Strategie. Und Fluktuation behindert Entwicklung. So, und da muss jeder Club vielleicht auch mal das ein oder andere aushalten können. Vielleicht auch die ein oder andere Durchstrecke. Bei so viel Geld, was da auf dem Spiel steht, ist das natürlich nicht einfach. Und in einer Position, wie ich es bin, lässt sich sowas leicht sagen, I know. Aber eine langfristige Strategie aufzusetzen und danach auch strategische Eckpfeiler zu setzen, die ich gerade erwähnt habe, macht durchaus Sinn. Ja, du hast ja auch von der Identität gesprochen. Das war auch so ein Punkt, den ich im Kopf hatte. Paderborn hast du ja als Beispiel genommen, aber ich würde auch sagen, bei Eintracht Frankfurt ist es auch ähnlich. Da saß mal im Präsidium der Präsident, glaube ich, mal im Talk, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo im norddeutschen Fernsehen und hat auch davon gesprochen, wir sind ersetzbar, jede Person ist ersetzbar, er ist selbst ersetzbar, also das ist, der haben wir auch geschaffen, so wie bei Paderborn natürlich dieser Schritt, der es ja jetzt auch vielleicht zeigt nächste Saison, dass es auch ohne den Steffen Baumgart klappt und ohne den oder den Spieler vielleicht, ja, da hast du recht und das Thema Identität und Persönlichkeit liegt ja sehr nah auch und das ist ja auch ein Thema, was dich und mich auch selbst persönlich, auch privat sehr interessiert. Findest du, dieser Punkt Persönlichkeitsentwicklung fehlt vielleicht auch so ein bisschen in der Trainerausbildung oder generell im Fußball noch natürlich im Training wird es eingebaut oft, oder aber neben dem Platz vielleicht auch noch mehr einen Fokus zu setzen? Okay, ich möchte noch einen Satz ganz kurz halt ja, auch gerne zur Identität zum Club sagen und auch, keiner ist größer als der Club. Kein Manager, kein Präsident, kein Spieler, kein Trainer. Der Club, die Institution, der Club, der ist immer größer. Ja. Das ist eine Organisation. Und wenn die Grundpfeiler so fest sind, dann ist das auch nicht zu erschüttern. So. Und diese Identität, die bildet sich. Das ist wie so ein Baum, der über Jahre hinweg an einem Fleck steht. Der bildet immer neue Wurzeln. Der Stamm wird immer dicker. Wenn du aber jedes Jahr Äste abschlägst und irgendwann auch an die Rinde rangehst und wenn du irgendwann auch ans Eingeweide des Stamms rangehst, dann kann dieser Baum nicht eine Riesenkrone entwickeln und so verwurzelt sein.
Und das meine ich mit Identität, das meine ich mit Verwurzeln, das meine ich mit keiner ist größer als der Club. Und das ist, das war mir nochmal wichtig zu sagen. Ja. Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also erstmal Adrian, Chapeau, was du hier auf die Beine gestellt hast. Wir kennen uns wirklich ziemlich lange. Du warst, als wo ich Trainer der U23 war, warst du als Fan, du bist überall mit hingefahren. Und jetzt hast du eine Entwicklung eingeschlagen, die ich wirklich total schön finde. Dankeschön. Und Persönlichkeitsentwicklung findet jede Minute und jede Sekunde selbst in diesem Moment statt. Warum? Wir müssen uns selbst bewusst sein, in diesem Moment das Beste zu geben, was wir als Mensch geben können. Das heißt, Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung. Das ist einer meiner Leitsätze. Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung. Wenn ich beim Spieler sehe, der braucht Unterstützung, der braucht Hilfestellung, dann arbeite ich mit dem Spieler. Wenn es ein schüchterner Spieler der U15 ist, dann probiere ich rauszuholen, was drinsteckt und nicht noch mehr reinzupressen. Nehmen wir die Beispielsaison beim SCP, Aufstiegsjahr, erste Liga. Als Außenstehender konnte ich sehr gut beobachten. Die haben ganz klar einen Rahmen gesetzt. Und der Rahmen war zum Beispiel, ich weiß das halt aus ziemlich sicherer Quelle, der Rahmen war, dass die Spieler auf dem Platz nach dem Fehler, die haben sich damit keine Sekunde beschäftigt. Die Fans jetzt, die hier mit vielleicht auch in dem Talk sind, das war eine ganz klare Strategie. Damals war der Martin Daxer noch da, das hat man mit eingebaut, dass man daran gearbeitet hat, genau an diesem Element. Und die Mannschaft hat so viele Spiele, auch in der Aufstiegssaison, noch gedreht, hat so viel nach vorne gespielt. Das kommt nicht einfach mal so, weil ein Trainer sich da hinstellt und sagt, ey Leute, wir wollen nach vorne spielen. So, das wächst und damit geht, das meine ich damit, das ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung, da musst du erstmal genau schauen, wen habe ich im Kader, wie ist der Einzelne strukturiert, da gibt es Soziogramme, da gibt es Persönlichkeitstests, aber du gehst natürlich nicht zu einer Mannschaft, juhu, ich bin's, der René, der neue Trainer, ich mache mal mit euch jetzt einen Persönlichkeitstest. Ja. Funktioniert natürlich nicht, sondern du bist immer auf dem Track als Trainer, du beobachtest, du scannst und dann guckst du, wie verhalten sie sich, Beispiel. Packen alle mit an, wenn wir Materialien vom Platz räumen. Kleine Indikatoren. Bleibt was auf dem Platz liegen? Musst du einen Rahmen setzen? Wie holst du sie dann ab einem gewissen Moment ab? Wie sprichst du mit einem arrivierten Spieler? All das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und deine Frage zu beantworten, in der Trainerausbildung ist die Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen der Sportpsychologie natürlich mit drin. Aber ich bin auch ganz offen und ehrlich, nach meiner Station SC Paderborn, da habe ich nicht angefangen zu sagen, oh, warum ist das passiert? Ich habe bei mir angefangen zu sagen, okay, ich würde jederzeit die gleichen Entscheidungen treffen. Mit dem Wissen von damals. Mit dem Wissen von heute würde ich andere Entscheidungen treffen. Warum eigentlich? Also habe ich mich auf den Weg gemacht und habe Seminare besucht, habe mich weiterentwickelt, um nicht zu gucken, warum die Fehler passiert sind, sondern um mich besser zu verstehen, um mich besser vorzubereiten auf gewisse Lebenssituationen. Sei es im Spitzensport, sei es in der Nachwuchsförderung. Und dabei ist der Leitsatz entstanden, das Beste aus den Menschen rauszuholen. Sei ein Menschenmagnet, dass du das, was jeder Mensch von uns in sich drin hat, die wahre Stärke, rausziehen. Egal ob auf dem Fußballplatz, egal ob auf der Arbeit, it doesn't matter. Genau, hier im Chat wird auch geschrieben, auch für die, die es dann irgendwann bald vielleicht auch im Podcast hören. Wir reden hier live bei Twitch und deshalb ist der Chat auch aktiv. Zuschauer sind da. Schreibt auch Frank, dass Paderborn natürlich die Chancen, eigentlich null Chancen in der ersten Liga hatte, wenn man realistisch war, aber trotzdem, was die geschafft haben, mega war. Da kann ich als Paderborn-Fan natürlich auch recht geben. Und da wir ja heute Abend noch das EM-Spiel haben, werden wir vielleicht mal so diesen Werdegang von René irgendwann anders noch mal ein bisschen beleuchten, uns da ein bisschen mehr Zeit nehmen und ein bisschen noch in dieses Thema reingehen. Und da habe ich mir auch so ein bisschen aufgeschrieben. Oft ist es ja so, wir kennen es bei Vereinen, Kleinvereinen, wir gehen mal auf Paderborn, das ist ein kleiner Verein, ich sag mal, nicht Dorfverein, aber Stadt, kleine Stadt, jeder kennt jeden, Medien kennen jeden so in den Medien, also jeder weiß, wer von welcher Presse, die fahren mit ins Trainingslager, jeder kennt irgendwie
gefühlt jeden. Und natürlich beim großen Verein ist es dann eher größer, der Mediendruck wird größer. Wie findest du das, dass zum Beispiel die Medien da auch vielleicht noch mal ein bisschen reduzieren sollten, dass Vereine auch da ein klares Standing sagen, das, was dass der Trainer da nicht direkt in das offene Messer kommt? Oft ist es ja leider so, dass dann einer, ich sag mal, im letzten Saison war es, glaube ich, bei einem, oder die letzten Jahre bei Dortmund ist es ja immer zu sehen, dass irgendwie der Trainer direkt dort das Messer reingerammt wird, obwohl vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber es wird immer, ja, das Schlimme gesehen und dann der Druck auf den Trainer ist dann immer größer. Und ja, was meinst du dazu so ein bisschen? Also im Grunde genommen ist das auch Berufsrisiko. Mich hat ja keiner gezwungen, Trainerausbildung zu machen nach meiner aktiven Spielerkarriere. Du weißt, dass diese Medienlandschaft da draußen herrscht. So, und wir schwimmen alle auf dem gleichen Teich. Wir müssen nur wissen, jede Führungskraft als Trainer, jeder Manager muss wissen, jeder Verein muss wissen, dass es unterschiedliche Boote gibt. Es gibt das Boot der Medien, es gibt das Boot der Fans, es gibt das Boot des Präsidiums und so weiter. Und jeder hat seine Bedürfnisse, jeder hat auch seinen Anspruch. Und Medien sind natürlich heutzutage da, auch ein Stück weit umzupolarisieren, um gewisse Sachen zu lancieren, um gewisse, ja, Sachen so zu produzieren, die auch einen Mainstream bedienen. Das musst du wissen. Und das musst du als Trainer auf der Kette haben, das auch mal auszuhalten. Ansonsten musst du für dich eine Entscheidung treffen und sagen, ich gehe nicht in diesen Bereich. Ich möchte nicht in diesem Bereich arbeiten, was vollkommen legitim ist, vollkommen in Ordnung ist. Wichtig dabei ist, lerne damit auch umzugehen. Lerne rhetorisch dich damit auseinanderzusetzen. Lerne damit mit Suggestivfragen. Herr Müller, Sie sind doch auch der Meinung, dass das heute ein richtig schlechtes Spiel war. Suggestivfrage. Dir wird die Antwort, die Meinung schon in den Mund gelegt. Nein, bin ich überhaupt nicht. Aber ich finde das interessant, wie Sie eine Frage formulieren. Also hochspannend. Ich finde, meine Mannschaft hat heute ein herausragendes Spiel gemacht auf kämpferische Natur. Wir hätten uns alle ein besseres Ergebnis gewünscht. Ja. Nächste Frage. So, das meine ich damit. Wie agierst du damit? Und ansonsten auch nicht dünnhäutig zu reagieren. Wichtig ist, um deine Frage zu beantworten, setze für dich als Trainer einen Rahmen. Sei clever. Sprich mit dem Verein, was sind die Medien, wie arbeiten die? Lad die Medienvertreter am Anfang der Saison, hey, ich möchte euch alle gut kennenlernen, lassen Sie uns doch mal zusammen essen, ich lade Sie zum Essen ein. So. Und dann setzt du so langsam deinen Rahmen. Also mir wäre es lieb, ich bin dann und dann sehr gut erreichbar bei Pressekonferenzen. Und du setzt selber deinen Rahmen. Und wenn du irgendwann darauf keinen Bock hast, dann schickst du deinen Pressesprecher und sagst, okay, pass mal auf, na, wir müssen das mal ein bisschen anders steuern. Und ab und zu ist es als Trainer auch ganz hilfreich, weniger Wissen ist deutlich gesünder, dann lies nicht alles. Lies nicht alles. Ja, weil wir haben viele Meinungen, wenig Wissen, viele Meinungen. Wer kann denn einen Trainer heutzutage beurteilen? Das ist doch so unfassbar schwierig. Waren wir bei der Besprechung von Jürgen Löw dabei, aber wir alle haben eine Meinung dazu, wie wir hätten spielen müssen. Was übrigens vollkommen in Ordnung ist. Aber jeder kann sich auch ganz mit Fug und Recht, kann er sich hinsetzen und kann sagen, Jürgen Löw hat keinen Würfelbecher hochgeworfen. Er hat sich auch seine Gedanken gemacht. Vielleicht waren sie nicht richtig. Das Ergebnis spricht ja eine Sprache. Hat ja eine Aussage gekriegt. So, von daher, auch das muss Jogi Löw jetzt aushalten. Es gehört dazu. Genau. Deswegen sage ich auch immer, wir sind ja hier unter uns. Ab und zu ein bisschen Schmerzengeld in deinem Gehalt ist beim Trainer immer auch mit dabei. Ja, und auch vielleicht der Punkt, den hatte ich letztens auch, als ich Moderator war beim Fußball-Online-Kongress mit Kaul von Mainz, der Trainer der zweiten Mannschaft, hat auch gesagt, wie er reagiert. Er ist ehrlich halt auch und er sagt auch natürlich seine Meinung, dass er den Fehler gemacht hat. Nicht oft ist es so, dass Trainer natürlich über ihre Mannschaft reden, aber nicht von sich selbst mit der Mannschaft. So ein bisschen dieses, ich habe falsch aufgestellt, ein Punkt. Und hier kommt auch die Frage so rein, wann wir dich wieder als Trainer sehen. Also, spannende Frage. Ich würde auf jeden Fall niemals nie sagen. Ich kann mir das durchaus nochmal vorstellen. Viele von euch wissen oder der eine oder andere weiß es, vielleicht weiß es der eine oder andere auch nicht, dass ich 2017 gesundheitliche Schwierigkeiten, Herausforderungen hatte und heute geht es mir ziemlich gut. Und wenn es einem ziemlich gut geht,
dann kommt man wieder auf wilde Gedanken. Und ein wilder Gedankengang ist vielleicht auch irgendwann mal wieder Trainer zu sein. Aber ich will da jetzt nichts irgendwo. Momentan bin ich sehr zufrieden in der Position, wo ich bin bei Arminia Bielefeld. Will das aber nicht ausschließen, dass ich irgendwann nochmal sage, es reizt mich schon, weil das ist so, mit Menschen zusammenzuarbeiten, auch wenn ich Seminare gebe, so diese Interaktion, das fehlt mir dann auch schon an der einen oder anderen Stelle. Deswegen mal schauen, vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr, I don't know. Ja, ich habe so eine Abschlussfrage zum Thema, zu dem Wochenthema, was ich ja auch letzte Woche eingeführt hatte. Unser Talk hat sich ja ein bisschen verspätet, weil ich Reiseprobleme hatte und aus der Schweiz selbst gekommen bin. Und ja, heute kurz vorm EM-Start haben wir es dort noch geschafft. Auch freue mich, dann jetzt die Frage nochmal zu stellen, auch wie es ist, warum du es vielleicht auch eigentlich siehst, warum so wenige Frauen Trainer werden. Natürlich im Frauenfußball ist es ja auch weniger, aber auch im Männerfußball, warum Frauen eigentlich dort vielleicht die Chance haben, nicht Trainer zu werden. Was fehlt da vielleicht dann auch? Oder warum ist die Akzeptanz vielleicht dann auch nicht da? Schwierig zu beantworten. Also ich hatte das Thema kurioserweise vor gar nicht allzu langer Zeit in meinem Büro in Bielefeld. Da war die Lea Nothoff, die arbeitet auch für den Verband, für den Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, ist auch Sportpsychologin und leitet das Mädcheninternat. Und da haben wir auch drüber gesprochen. Ich glaube, weil wenn man sich die Frauen-Bundesliga anguckt, ich bin mir gar nicht sicher, haben wir da überhaupt eine einzige Frau als Trainer? Ich glaube, eine. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, okay, wir haben eine Bundestrainerin. Und die Quote ist wirklich erschreckend gering. Mhm. Und ich glaube vielleicht, dass in dieser Männerdomäne Fußball, auch Männerdomäne Trainerausbildung, vielleicht da auch irgendwo, vielleicht, aber das wäre jetzt auch eine Boshaftigkeit von mir, irgendwas zu unterstellen, was ich nicht hundertprozentig weiß, aber vielleicht schrecken Frauen auch davor zurück, weil sie das Gefühl haben, wir haben keine Chance. Das heißt, wir müssen das Ganze auch mal ein bisschen in der Öffentlichkeit protegieren, auch mal ein bisschen reizvoller machen, damit sich halt auch Frauen anmelden und sich bewerben. Mhm. Weil, um halt auch zu zeigen, hey, die und die Möglichkeiten gibt es, wenn du die Fußballlehrerausbildung gemacht hast, wenn du die Jugend-Elite-Lizenz, die A-Lizenz. Wir müssen, glaube ich, das noch deutlicher kommunizieren, was für eine Möglichkeit dann auch Frauen haben. Und ich bin ja kein Freund von einer zwanghaften Quote, aber vielleicht fängt es irgendwann auch mal so an, dass man sagen muss, hey, im Nachwuchsleistungszentrum, wir haben ja auch jahrelang mit der Christine Austerschmidt eine Trainerin gehabt, die kommt ja aus dem Paderborner Raum, aus Delbrück damals zu uns, hat ja auch jahrelang bei uns als Trainerin gearbeitet und ist jetzt ja bei den Frauentrainer als Co-Trainerin aktiv. Vielleicht müssen wir daran auch mal arbeiten, dass wir noch mehr Frauen dann halt auch einstellen, auch im Nachwuchsleistungszentrum. Ja, da kann ich dir recht geben. Mal gucken, ob das dann so eine Quote natürlich dann, ich sag mal, nicht Sinn macht, ob das dann aber vielleicht dann der Einstieg größer ist, dass dann der Frauenfußball natürlich auch generell zugewinnt. Ich selbst gucke zum Beispiel auch keinen Frauenfußball, weil es natürlich auch gar nicht angeboten wird, vielleicht von den Medien, kann man auch sagen. Da könnten die Medien auch natürlich mehr machen, vielleicht eventuell als Grund. Ja, da wir uns gleich nähern zum Spiel und du ja auch das gerne gucken wolltest, und wir vielleicht dann wirklich über das Thema Nachwuchsleistungszentrum, deinen Werdegang, deine Geschichte so ein bisschen, diesen Verlauf, auch unsere Geschichten, die wir vielleicht auch erlebt haben zusammen. Ja. Da erinnere ich mich auch an einige schöne Zeiten, auch am Außenrand zu sein und dann mit dir gemeinsam den Schiedsrichter vielleicht mal in die Diskussion zu gehen. Da erinnere ich mich auch an. Also wenn deine Community, Adrian, wenn deine Community Interesse daran hat, dass ich nochmal wiederkomme, wenn dann nochmal, dann komme ich gerne zum zweiten Teil, weil jetzt ist es so ein Stück bei dem Tennismatch geschuldet, was ich mit 7-6 und 6-3 verloren habe, aber es gibt schlimmere Niederlagen, weil es hat einfach nur Spaß gemacht und ab und zu ist der Spaß wichtiger als der Wettkampfgedanke. Natürlich wollte ich gewinnen, aber trotzdem mal gut. Also von daher, du, habe ich da keinen Stress mit, ja? Ja, vielleicht machen wir so ein bisschen zum Schluss nochmal Werbung für dich auch. Was machst du genau? Kannst du ja noch mal ein bisschen erzählen. Neben Bielefeld, also neben der Jugendsache, die ich auch erwähnt habe, den René Müller Go4it, den ich auch schon... Mit Go4it ist im Endeffekt nichts anderes gemeint, dass ich Menschen zur gesunden Spitzenleistung dabei unterstützen möchte. Dass ich sie begleite,
dass ich sie das Beste aus ihnen rausholen, dass ich ihnen im Endeffekt Tools und Techniken an die Hand gebe, um sich selber so zu entdecken und mit ihrer eigenen Leistungsfähigkeit voller Selbstvertrauen, egal in welchem Bereich, egal in welchem Job sie sind, da rausgehen können und sich selbst so einschätzen können, dass sie sagen können, hey, ich rocke das. Das ist das eine, also im Einzelcoaching, und ich biete natürlich halt auch Unterstützung für Führungskräfte in Gruppen an, und ab und an halte ich halt auch mal gerne noch den einen oder anderen Vortrag. Da geht es um gesunde Spitzenleistung, wie schaffen wir es eigentlich, diese ganzen Herausforderungen, in der wir uns in der Zeit, in der wir momentan leben, wie können wir da gesund und aber leistungsfähig durchkommen. Ja, das sind so meine aktuellen Themen. Ein paar Sachen mache ich noch so sechs bis acht Fußballtalks im Jahr, wo ich prominente ehemalige Wegbegleiter einlade, und wir diskutieren so ähnlich wie du es hier machst über Themen, über Fußball. Ja, genau. Genau, habe ich auch schon gerne zugeschaut und öfter zugeschaut, weil man dich gerne auch hört, einfach beim Reden. Und ja, wir nähern uns jetzt wirklich dem Ende. Ich bedanke mich bei dir, war wirklich spannend, auch in der kurzen Zeit, was wir da in dem Input von dem Wochenthema auch wieder rausnehmen konnten zum Abschluss des Wochenthemas. Diese Woche werdet ihr jetzt weniger noch hören, aber nächste Woche geht es wieder weiter. Gäste stehen auch schon wieder auf der Liste, dann da könnt ihr auch euch freuen. Auch aus anderen Sportarten habe ich da was mitgebracht schon. Und ja, dir dann das letzte Wort. Danke dir. Und euch einen schönen Abend, schönes EM-Spiel. Und dann ja, gucken wir, wer Europameister wird. Genau, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche allen da draußen, die jetzt hier mit zugehört haben, alles erdenklich Gute. Bleibt gesund. Und wer Bock hat, kann mir gerne folgen auf Instagram oder Facebook. Und kann mich auch gerne persönlich anschreiben, wenn er irgendwo noch eine Zusatzinfo zu diesem heutigen Talk haben möchte. Habe ich überhaupt gar keinen Stress mit. Und wie gesagt, jetzt einen schönen Abend euch allen und vielleicht bis bald. Ja, danke schön, René. Und dann beende ich jetzt auch den Talk und ciao.